Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg und Totenkampf der Dracheninsel, oder genauer gesagt hier um den Flunk. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Küste des Erwachens und zwar bei 2692. Und ja, das Team der Gang zu besiegen sieht die Folge aus. Wir finden hier das infizierte Eichhörnchen mit Stampede, tollwütiger Schlag und Leichenexplosion, dann verseuchtes Bärenjunges mit infizierender Biss, Hieb und ebenfalls Leichenexplosion und Mikromant mit Totentanz, Totenerweckung und tiefe Forschung. Wir beginnen gleich mal den Kampf hier. Gleich zu Beginn setzen wir die Leichenexplosion ein. Somit können wir einen schönen Schaden raushauen, plus noch einen Dot auf dem Gegner drauf tun. Dann schicken wir das Bärenjunge ins Spiel. Setzen eine Schadensattacke ein, also hier jetzt infizierender Biss. Die Range sollte eigentlich nicht wirklich sehr wichtig sein hier beim Biss. Also es kann sein, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Schaden anrichtet und ein bisschen weniger, sollte aber wie erwähnt nicht wirklich sehr relevant sein. Dann hier Hieb einsetzen, um den Gegner zu betäuben, damit er schön aufgeht vom Magieausbrennen her, und dann nochmals infizierender Biss. Dann an dieser Stelle gleich die Leichenexplosion einsetzen, der Gegner läutert sich eben hier und somit können wir den Dot wieder draufhauen. Dann schicken wir den Mikromant ins Spiel. Hier gleich einmal tiefe Forschung einsetzen und danach hier Totenerweckung. Somit können wir die hinteren zwei Pads wieder beleben, welche dann sehr stark wieder zurückkommen mit der Leichenexplosion. Dann können wir hier das Eichhörnchen wieder in den Kampf schicken. Und da wir jetzt dann gleich getötet werden durch die Donnerzunge, fallen wir wieder in die Untotenphase rein. Deshalb werden wir nicht getötet durch die Leichenexplosion und können somit nochmals ein zweites Mal die Attacke einsetzen. Also eben hier treffen wir den Gegner, werden nicht sterben, können deshalb nochmals ein bisschen Schaden anrichten und haben trotzdem noch den Tod drauf. Dann kommen wir hier wieder mit dem Bärenjunge, hier das gleiche Spiel, wir werden getötet durch das Pumpen, deshalb hier Leichenexplosion einsetzen, sind wieder in Untotenphase. Und können deshalb nochmals Leichenexplosion einsetzen, um wieder Schaden anzurichten. Der Gegner läutert sich hier an dieser Stelle, aber wir können den Dot wieder draufbringen. Es kann sein, wenn man jetzt beim Bärenjunge den tieferen Breed hat von der Gesundheit, dass man jetzt Flunk nicht getötet hat, da dann einfach den Mikromant nochmals in den Kampf schicken und dann eventuell Totentanz laufen lassen. Aber eben meistens reichen die ein paar Attacken bzw. der Dot von der Leichenexplosion, um den Rest zu erledigen. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner etwas zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!